Leute, ein neues Zeitalter hat begonnen. Jurassic World 3 läuft im Kino. Oder besser gesagt, Jurassic Park 6. Da wollte ich natürlich ins Kino und mein Freund gleich mit. Gesagt, getan, haben wir uns nicht spontan, sondern geplant auf den Weg gemacht nach Halle. Hier düsen wir auf der Landstraße. Bei Burger King wollten wir uns was Leckeres gönnen. Aber wie die Pläne manchmal so laufen, wurde daraus nichts. Alternativ waren wir im Backwerk und bei Subway. Dann noch im Nahkauf. Mit Sack und Pack ging es ins Cinemax. Bei der Wärme war das eine ganz schöne Schinderei. Und eine Plackerei, das kann ich euch sagen. Dann ging es erstmal zur Snackbar. Und schon saßen wir auf unseren Plätzen. Fressalien wurden ausgepackt und der Film konnte beginnen. Die Vorfreude auf Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum war wie so immens groß. Die Dinos schauten fleißig mit. Vor allem Blue wollte meine Hand nicht loslassen. Anschließend hempelten wir noch etwas rum und frönten unserer Liebe. Inklusive einem Tänzchen. Tausend Überwachungskameras, wie ich sehe. Sehr schön. Warte mal, noch ein Knips hier. Das ist ein schönes Haupt. Ist das? Velociraptor, hier haben wir einen T-Rex, hier haben wir einen Dilophosaurus. Mag ich am liebsten. Und hier haben wir einen Masosaurus. Das hast du gemerkt. Ja. Ja. Geh was bestellen. Kann ja auch nicht wahr sein. Dann machten wir uns auf den Heimweg, kehrten nochmal bei Subway ein und wollten Yoda besuchen. Ich meine essen. Also das Eis. Ihr versteht. Die Hitze wollte uns dies leider nicht gönnen. Aber nicht versagen, wir haben das bereits nachgeholt. Dann fuhren wir mit tollen Gesprächen zurück. Der Film hat mir gut gefallen. Allen Kritiken zum Trotz war es doch ein rundum solider Film, der an alten anknüpfen konnte und fast nichts Neues bereithielt. Am süßen See fuhren wir auch vorbei. Ja, der Baby Blue war auch sehr süß. Alles in allem ein schöner Lebtag. Den wünsche ich euch auch. Vielleicht im Kino mit Dinos.